Hallo, sorry, irgendwie dachte ich, der Livestream ist noch gar nicht an. Aber wer ist es anscheinend? Ich gucke aber jetzt nochmal sicherheitshalber mit meiner Brille, ob das wirklich läuft. Jo, tut es. Ich muss das jetzt, glaube ich, hier machen. Mann, Mann, Mann. Ob ich das noch lerne? Ja, ich sehe mich jetzt jedenfalls. Und eigentlich wollte ich das auf dem anderen Hintergrund machen, aber hier geht es ja auch. Ja. Es geht ums Thema Gewalt, wie ich das angekündigt habe. Und anders ist, dass auf mich ein React-Video gemacht worden ist, was ja in Ordnung ist. Das ist ja das gute Recht dieser Frau. Was aber daran wirklich so richtig witzig war, ist, dass sie an mir Dinge kritisiert hat, die sie selbst in viel schlimmerer Form macht. Deswegen will ich euch aufmerksam machen auf ein Video von dem Kanal Dog Love. The Bare Truth of zeitlose Hundetherapie. Weil dieser Kanal kritisiert halt vor allem diesen Kanal zeitlose Hundetherapie. Und dann guckt ihr unten in die Infobox rein. Und da habe ich euch das Video verlinkt von diesem Dog Love Kanal, der dann immer diese Sachen, die bei mir kritisiert wurden, gegenüberstellt mit dem, was sie selbst halt macht, diese Natalia Mildenberger. Also ich glaube, das war ein Eigentor. Ich habe es mir eigentlich gar nicht angeguckt, habe da einen Livestream drauf gemacht, auch das unten in der Videobeschreibung. Und mich eigentlich wirklich köstlich amüsiert, ne? Dass diese, gerade diese Frau, wo ja auch Hunde aus der Therapie rauskommen, die dann Menschen angegriffen haben und getötet werden mussten, als geheilt. Und die auch wirklich, ja, Gewalt ist ja gar nicht so das Thema unbedingt, ne? Die wirklich inkompetent agiert. Zum Beispiel Kommandowiederholungen hat Platz, 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 Platz. Natürlich ist die auch sehr, sehr grob, aber an dem Groben, an der Gewalt hängen sich die Leute immer so auf. Und das möchte ich jetzt mit diesem Video eigentlich mal ein bisschen ändern. Und zwar natürlich ist der Pferdekanal nicht der Hundekanal in Bezug auf die Pferde. Ich hatte zum Beispiel neulich mal bei einem Freund von mir, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, der interessiert sich überhaupt nicht für Pferde, aber ich hatte das mit dieser Phase 4 auch erzählt. Ne? Also beim Hund ist es ja, dass ich den an der Schulter schubse, dynamisch tatsächlich, wenn der sich zum Beispiel auf dem Platzkommando nicht hinlegt, weil ich muss es ja irgendwie durchsetzen. Und beim Pferd haben wir ja die Phase 4 auch mit dem Stick. Da gibt es ja verschiedene Methoden, habe ich auch schon viele Videos darüber gemacht. Oft ist es ja diese vier Phasen. Ne? Ich bitte ganz nett beim Jojo gehen, dann kommt das Handgelenk, dann kommt der Ellbogen und dann der gestreckte Arm. Ich habe dann das Seil in der Hand, dann haben wir die vier Phasen, wo das Pferd halt drei Chancen hat, auf eine nettere Phase zu reagieren. Aber es gibt ja auch dieses Controlling und das habe ich mit dem Freund halt gemacht. Bei Menschen traut man sich ja nicht so und ich habe gesagt, bring mal in meinen Bereich an und bäm, hat er sich eine gefangen. Fand er dann irgendwie, oh, das war aber schon mal so, ne? Aber das ist die Idee hinter der Phase 4. Und wenn man, der hat das überhaupt nicht als Gewalt empfunden. Wie gesagt, der fand das ja sogar noch, naja. Und ja, ich erzähle euch das halt deswegen vorab, diese kleine Anekdote, weil Gewalt hat etwas mit der inneren Haltung zu tun. Gewalt ist nicht die körperliche Aktion. Das wird halt immer wieder, also ich überlege ja eben den, so weg, wird halt immer wieder verwechselt, dass Leute denken, Gewalt ist dann, wenn ich körperlich werde. Nee, Gewalt ist dann, wenn ich eine Unterwerfungsabsicht habe. Und dafür muss ich nicht körperlich werden. Wenn man zum Beispiel sagt, alle Krankenschwestern, alle Kindergartenkinder müssen geimpft sein, weil sonst kommen die nicht in den Kindergarten oder sonst kann man nicht arbeiten gehen, gerät man ja in existenzielle Not. Und das nennt man dann staatliche Gewalt zum Beispiel. Ne? Manche staatliche Gewalt ist ja auch berechtigt. Ne? Zum Beispiel, wenn jemand ein Mörder ist, dann wird er ja gewaltsam ins Gefängnis verbracht. Da würde man die Polizisten ja jetzt auch nicht Gewalttäter nennen. Wenn ich jetzt ein Kind habe, das muss in die Schule gehen, dann muss ich dafür sorgen, dass es das auch tut. Und wenn alle Überredungskünste nicht klappen, vielleicht packe ich es mir ja wirklich, stecke das ins Auto und bringe das zum Kindergarten oder zur Schule halt. Ne? Das ist jetzt so ein Beispiel, da kann man drüber streiten, aber nur mal angenommen, mein Kind hört nicht auf mich und rennt auf die Autobahn zu. Da schmeiße ich mich da drauf. Selbst wenn es passieren könnte, dass das Kind dann blaue Flecken hat. Das wäre für mich überhaupt gar keine Frage. Für euch wahrscheinlich auch nicht. Ne? Aber ich bin immer in all diesen Beispielen körperlich geworden. Und da es ja hier ein Natural Horsemanship-Kanal ist, will ich das mal auch mit Natural Horsemanship-Zitaten ein bisschen belegen.
Ich arbeite hier nach Pat Forelli, bin keine Instruktorin, aber bin da auch in Florida schon gewesen, habe ihn persönlich gelernt. Und der sagt halt immer, es kommt nicht so sehr darauf an, was man tut, sondern wann man es tut, wie man es tut und vor allem, warum man es tut. Ne? Meine Beispiele, ich rette das Leben meines Kindes, indem ich mich da drauf schmeiße oder erziehe es halt, damit es auf mich hört. Ne? Und Erziehung hat auch was mit Konsequenzen zu tun, die unerwünschtes Verhalten, wenn man das so ausdrücken will, halt einfach auch haben dürfen. Und beim Pferd oder beim Hund ist es halt so, dass ich, die sind schneller als ich und ich kann nicht warten, bis der Hund oder das Pferd auf die Autobahn gelaufen ist. Ich muss vorher sicherstellen, dass ich das abstoppen kann. Und das eine ist natürlich der Rückruf, wenn der Hund schon weit weg ist. Aber wenn der Rückruf nicht klappt und der Hund ist weit weg, dann muss ich ja irgendwas machen können. Und das ist eben das Platz aus Entfernung. Und damit ich einen Platz aus Entfernung kriege, muss ich das ja durchsetzen. Das war der Anhaltspunkt dieses Videos. Und da habe ich eben, weil der Hund ist am Boden, ich muss den hinlegen. Ich will ja keine Kommandowiederholung, das ist ja inkompetent. Ne? Und irgendwo muss ich ja auch sein. Und sie hat sich halt immer darüber aufgeregt, wenn mein Knie im Bereich des Hundes war. Manchmal hat es den Hund noch nicht mal berührt, aber wenn es den Hund berührt hat, habe ich mit dem Knie ja keinen Druck ausgeübt. Oder ich habe eben auch immer gesagt, nicht drücken, aber wenn ich mir eine Begrenzung aufbaue mit meinen Händen, dann sind die natürlich auch auf dem Hund, da hat jemand gesagt, die drückt jetzt. Ne? Aber wenn wir jetzt im Pferdebereich gehen, wir drücken doch. Beim Porcupine Game nehmen wir stetigen Druck. Ich demonstriere das mal. Ich berühre zuerst die Haare, dann die Haut, dann den Muskel und dann den Knochen, wenn die eine Hand nicht weicht. Oder man hat den rhythmischen Druck, wenn ich den Stick in der Hand habe, erst wenig, dann mehr, dann mehr, dann zack, treffe ich mal. Ne? Also an sich kann man mit Drücken schon arbeiten. Aber man sollte beim Hund normalerweise nicht auf die Wirbelsäule drücken. Beim Pferd kommt man nicht in diese Verlegenheit, weil es viel größer ist. Ne? Aber drücken ist ja nicht per se tierschutzwidrig. Ne? Wir müssen halt überlegen, warum mache ich das? Und in der Regel ist es halt die Stellvertreterübung, dass ich weiß, wenn mein Pferd im Gelände durchgeht oder Angst kriegt, muss ich einen Hebel haben, um das anzuhalten. Das ist eigentlich der springende Punkt, weswegen ich das am Boden genauso über, wie ich das mit Platz erklärt habe, dass ich halt einen gewissen Gehorsam sicherstelle. Wenn ich Ruhe sage, muss das Pferd stehen. Tut es das nicht, also bei Pferdeleuten gibt es ein Theater, glaube ich, gar nicht in dem Ausmaß, weil tut es das nicht, ist es für uns Westernreiter doch selbstverständlich, dass ich die Zügel annehme und das Pferd rückwärts richte. Da habe ich schon gedrückt. Also drücken per se ist nicht falsch, aber man kann natürlich trotzdem die Anweisung geben, zieh nicht an den Zügeln. Da haben wir das ja auch wieder. Den Unterschied sieht man kaum. Ziehen geht nach hinten und halten, da stehen die Hände. Ne? Wenn man die auch relativ kurz nimmt, ist natürlich auch ein Druck im Maul. Aber das im Video zu sehen, ist es jetzt drücken oder halten, ist die eine Sache. Aber es gibt auch Momente, wo ich tatsächlich am Zügel ziehe, wenn das Pferd nämlich durchgeht. Und da habe ich dem vorher beigebracht, dass ich den Kopf rumziehe, damit es nicht mehr weiterlaufen kann. Ne, also wieder Druck ausgeübt. Es kommt doch darauf an, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Will ich das Leben des Pferdes retten und auch meins dabei? Oder möchte ich eigentlich nur, dass das Pferd hat nichts zu sagen und es hat keine Entscheidungen zu treffen? Ne? Da beginnt Gewalt. Bei diesem Wohlwollenden, ich mache es fürs Pferd natürlich nicht. Und einen gewissen Grundgehorsam beim Tier muss ich schon deswegen haben, damit es auch gewisse Freiheiten haben kann. Gut, ein Pferd lassen wir jetzt nicht im Wald laufen, aber ein Hund, so ist das ja bei diesen ganzen Positivverstärkern, die sagen dann immer, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, denn von der Leine kann ich den Hund nicht abmachen, weil wir diesen Notfallstopp nicht haben. Ne? Und der Notfallstopp beim Pferd ist halt wow, und beim Hund ist das Platz. Und da sagen wir Westernreiter, bei wow sagen wir Westernreiter, wow oder stirb. Das wird durchgesetzt, weil das unsere Lebensversicherung ist. Und Platz oder Stirb finde ich genauso legitim. Also guckt es euch mal an. Das ist ganz, ganz amüsant, was die Frau da macht. Ne? Wo ich drauf hinaus will, ist halt, die hat ja gesagt, mir würde man jetzt den Paragraph 11 entziehen. Das ist die Erlaubnis, als Hundeführerin, als Hundetrainerin arbeiten zu können. Ich bin ganz sicher, ob mir das nicht entzogen wird, weil das hat ja alles, ich habe ja nicht gedrückt, sondern mein Knie war in der Gegend und ja gut, ne? Manchmal muss man den von oben begrenzen, weil er immer wieder aufsteigt. Ein Hund, der 9 Jahre lang
kein Platz gelehrt hat. Die haben dann immer mit Leckerlis runtergelockt, dann ging der ins Platz, nahm sich sein Leckerli und weg war er. Das würde ja in meiner Situation bedeuten, da ist die Autobahn, ich sage zum Hund Platz, der legt sich mal eben hin und steht wieder auf. Dann rennt er immer noch mal die Autobahn. Das Entscheidende am Platz ist, dass die auch liegen bleiben. Vollkommen falsch aufgebaut, aber innerhalb von 20 Minuten war das Problem gelöst. Bei mir blieb der Hund liegen, hat es dann verstanden. Das ist hier auch nochmal was, was ihr unbedingt hinterfragen müsst. Bringt das Hundetraining was oder das Pferdetraining oder bringt das nichts? Weil die warmen Worte dieser ganzen Trainer, wir arbeiten nur mit positiver Verstärkung, die noch nicht mal mit ihrem eigenen Pferd vom Hof kommen, wie diese Silvia Zanecki das ja mal hatte, und sich dann rechtfertigt, ja, wenn ich über die Bedürfnisse des Pferdes hinweggehen würde, dann könnte ich ja auch vom Hof gehen. Bei mir ist es so, es kann sein, wenn die sich wirklich wie eine offene Hose benehmen, dann gibt es eine Phase 4 und die knallt. Die knallt richtig, weil ich möchte, dass eine Phase 4 ein Leben lang hält. Bam! Ne? Und dann sagen die Pferde in aller Regel Eishör, oder die sagen halt im Sinne von, jetzt bin ich sicher, Gott sei Dank, danke, dass du mich verstehst. Die wollen es nicht anders, weil es Pferde sind, weil die wollen, dass man so mit denen kommuniziert, wie andere Pferde das auch tun. Und weil die, wenn wir das nicht tun, verunsichert werden und deswegen kommen die Leute nicht vom Hof. Ne? Auch mit diesen Leckerchen, sage ich auch den Hundeleuten immer wieder, wenn ihr mit Leckerchen arbeitet, kriegt ihr zwar den Rückruf, aber ihr kriegt nicht die Beziehung. Und das machen wir ja am Horsemanship auch. Wir setzen die Beziehung an die erste Stelle. Ganz, ganz wichtig. Und zur Beziehung gehört eben auch, wenn ich für mich in Anspruch nehme, das Tier zu beschützen, muss ich durchsetzungsfähig sein, und zwar auf körperliche Art. Das ist keine Gewalt. Weil ich will das Pferd ja nicht unterwerfen. Und es gibt so ein paar Dinge, die müssen klappen. Wow, haben wir jetzt gehabt. Beim Hund eben Rückruf und Platz eigentlich. Leinenführigkeit kann man vielleicht sogar auch noch drauf verzichten. Und ansonsten gewähre ich ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und das kann ich euch erklären mit den zwei Säulen. Habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Wir haben die Säule Gehorsam, wir haben die Säule Motivation. Und wenn ich den Gehorsam hochziehe, muss entweder die Motivation hinterherkommen, mehr Motivation, mehr Entscheidungen, oder ich ziehe den gar nicht erst so hoch. Ne? Das ist so ein bisschen die Theorie dahinter. Dass wir so denken, ist eine Folge von Indoktrination. Ich weiß, dass diese Sachen, die gerade so laufen, Krisen, sag ich mal, ne, dass die schon lange, lange geplant sind. Und dazu gehört natürlich auch, dass denen die Medien gehören, dass die Universitätsschüler finanzieren und auch die Inhalte damit bestimmen. Und wenn wir darauf gedrillt werden, uns bloß nicht zu wehren und niemals körperlich werden, da sind wir ja eigentlich ein sehr bequemes Volk, ne? Wenn nur positiv verstärken und nur auf Motivation sitzen, das ist unrealistisch. Und da wir aber ständig von Medien, von den Verlagen, wird ja auch gesagt, das Buch wird nur verlegt oder veröffentlicht, wenn es um positive Verstärkung geht. Ne? Da wird natürlich eine Meinung aufgebaut, der man sich nur sehr, sehr schwer entziehen kann. Und ich habe dieses Video und auch viele hier deswegen veröffentlicht, weil wir müssen in jeder Beziehung eine Gegenöffentlichkeit aufbauen. Das mache ich mit diesen Videos. Ansonsten habe ich da herzlich drüber gelacht und habe auch gedacht, danke, liebe Natalia Mildenberger, dass du meine Reichweite erhöhst. Was manchmal doof ist, bei der Natalia Mildenberger jetzt nicht, aber bei der Ariane Telgenhammer, dass ja man dann verklagt wird. Und wie die Klage ausgegangen ist, könnt ihr im Mitgliederbereich euch angucken, sobald ich hier halt Abspann und Infokarten reintun kann. Dann danke ich fürs Zuschauen. Nächste Woche gibt es auch wieder ein richtiges Video, hoffe ich. Ich bin im Moment am neuen Buch am Arbeiten und ich weiß auch, die Mitgliedervideos, da bin ich ein bisschen im Rückstand, aber ich habe gerade wieder eins freigeschaltet und es werden dann auch einfach wieder welche nachgeholt. Dann mache ich in einem Monat halt mehr, hatte ich ja in der Vergangenheit auch schon. Dass man, was man hat, haut man raus, dann sind es ein 106 Video und in einem anderen Monat vielleicht auch mal nur eins. Ich hoffe da auf euer Verständnis und eben auch, dass ihr den Kanal hier unterstützt, entweder durch eine Mitgliedschaft oder durch Thanks und noch viel, viel besser auch in der Videobeschreibung, wenn ihr mir auch mal was überweist, weil Journalisten müssen auch leben. Wir können nicht von Luft und Liebe leben und das ist eine Menge Arbeit. Und es ist ein großes Risiko, eben dann nicht nur so einen lustigen kleinen Shitstorm zu haben wie von der Frau Mildenberger, sondern eben auch verklagt zu werden für die journalistischen Videos. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.